Alizé, geht es dir besser? Ja, es geht schon wieder. Vielen Dank, Alfino. Und dir danke ich auch. Ich habe gehört, dass du in die Schluchten von Xelfatul vorgedrungen bist. Dass wir uns hier wieder treffen würden. Ihr konntet die Beschwörung also aufhalten? Tja, dass die Krieger der Dunkelheit mit den Ashians gemeinsame Sache machen, haben Alizé und ich selbst gesehen. Aber dass sie es tun, um ihre Welt zu retten, wer's glaubt? Zumindest widerspricht es in keinem Punkt dem, was Minfilia am Sternengrund erzählt hat. Vielleicht stimmt es tatsächlich, was sie behaupten. Alizé, was hat dich eigentlich auf die Fährte der Krieger der Dunkelheit gebracht? Nun, ich bin durch Eosea gereist, um endlich klar zu sehen. Dabei hörte ich natürlich viel vom Bund der Morgenröte und von den Taten der Kriegerin des Lichts. Aber seit einiger Zeit kursiert noch ein anderes Gerücht. Es heißt, dass eine Gruppe Unbekannter einen Primae je nach dem anderen unterwerfe, während alle Augen auf die Umwälzungen in Ishgard gerichtet sind. Die Krieger der Dunkelheit. Und als du dich an ihre Fersen geheftet hast, wurdest du Zeugin ihrer geheimen Unterredungen mit den Ashians. Ja, so ist es. Aber wie genau soll die Jagd auf Primae eine neue Katastrophe herbeiführen? Sie wollen die Lage eskalieren lassen. Die wilden Stämme sehen, wie ihre Götter einer nach dem anderen besiegt werden. Also bereiten sie ihre erneute Beschwörung vor, und zwar in immer stärkeren Formen. Dass sogar Nidhogg gefallen ist, hat ihre Angst vor uns noch mehr geschürt. Jetzt versuchen sie, sich mit allen Mitteln zu schützen. Und weiter dreht sich die Spirale der Gewalt, wie sich die Geschichte wiederholt. Genau das ist ihr Ziel. Die Ashians bringen die wilden Stämme dazu, ihre Primae zu beschwören. Und die Kriege der Dunkelheit besiegen sie dann. Immer und immer wieder. Aber das ist noch nicht der ganze Plan. Irgendwann, wenn die Stämme begreifen, dass ihre Götter nicht stark genug sind, werden sie nach einem neuen Gott rufen. So sagten es die Ashians selbst. So weit darf es nicht kommen. Im Lichte dieser Erkenntnisse wenig erstaunlich. Aber wie Alizé und ich herausgefunden haben, bekommen die Stammespriester stetig Nachschub an Kristallen von verschiedenen Handlangern der Ashians. Wenn wir diesen Versorgungsweg unterbrechen, können wir auch die Beschwörungen fürs Erste aufhalten. Dann werden Kriele und ich in Xelfatul Untersuchungen anstellen. Vielleicht finden wir Hinweise auf diese Handlanger. Ich werde mich bei Lotast Gnat umsehen, um herauszufinden, wie die Gnat an ihre Kristalle gekommen sind. Auch sie sollen ja kürzlich eine Beschwörung durchgeführt haben. Aber Großmeister Emmerich, seid ihr sicher? Ja, wie ihr euch erinnert, mischen sich die Ashians nicht zum ersten Mal in die Geschicke meines Landes ein. Und Ishgard ist nun Mitglied der Eoseischen Allianz. Wenn von hier Gefahr ausgeht, müssen wir sie aufhalten. Leider weiß ich nicht viel über Primae-Beschwörungen. Wenn mich vielleicht jemand vom Bund begleiten könnte... Ich werde mitgehen, wenn es euch recht ist. Wir machen uns auch auf den Weg. Uriangé hat bestimmt von den jüngsten Beschwörungen Notiz genommen und kann uns wichtige Hinweise geben. Wartet! Bitte nehmt mich auch mit. Ich werde euch nicht zur Last fallen. Mir geht es wieder gut. Wirklich. Aber Alizé!
Gut, Schwester. Wenn das dein Wille ist, dann lass uns gemeinsam gehen. Wartet, Fräulein Alizée. Ich habe ein kleines Geschenk. Neue Kleider und alles selbst genäht.